Drei sinnvolle Tipps für Studium. Ob man sich für ein Studium an der ZHAW entscheidet oder nicht, hängt oft von der Überredungskunst von anderen ab oder auch von der Münze. Doch bevor man sich endgültig für ein Studium entscheidet, sollte man nochmal in sich gehen und sich ganz genau überlegen, will ich meine gesamte Freizeit für das opfern? Darum unser erster Tipp. Die nächsten Tipps sind für die unter euch, die zum ersten Mal nicht gehört haben. Schönen guten Abend, willkommen zu Projektmanagement. Jetzt sind 2 Stunden Projektmanagement. Gut, machen wir weiter mit dem Projektplan. Hier haben Sie das Projekt, die Zeitachse und die verschiedenen Phasen des Projekts. Hier haben wir bla bla, bla bla, bla bla, bla bla und ganz wichtig, bla bla. Gut, hier haben wir eine saubere Zuteilung. Auf der Zeitachse die einzelnen Phasen aufgeteilt. Woche 1 bis 3 schreiben Sie vorstudieren. Und dann bla 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 bla. Ganz wichtig ist, wenn Sie zur Umsetzung kommen, dann müssen Sie alle Leute beieinander haben. Als ich noch als Berater bei der BCG tätig war, da hatten wir ein Projekt in München, brauchten wir einen Entwickler aus Indien. Den mussten wir einfliegen, der musste vor Ort sein. Sonst konnten wir den nicht kontrollieren. Gut, also hier ganz wichtig, alle Leute vor Ort. Als Student muss man oft mit massivem Schlafmangel kämpfen. Unser nächster Tipp schafft für das Problem Abhilfe. Mit ein paar einfachen Handgriffen lässt sich das Problem aber ganz einfach lösen. Müssen Sie alle Phasen schön durchdenken und dann auf der Zeitachse die einzelnen Schritte schön aufzeichnen. Bitte, bitte, in der hintersten Reihe, bitte. Es geht nur noch 5 Minuten, bitte. Gut, also. Was auch ganz wichtig ist, nach dem Testing, nach dem Abschluss des Projektes, da müssen Sie gebührend feiern, alle Leute zusammenbringen. Und feiern, was die Sau hergibt. Voilà, und schon kann man das Schlafdefizit schon während der Vorlesung total entspannt und ungestört angehen. Gut, bitte, bitte, nicht hier im Klassenraum feiern, bitte. Gut. Also, merken Sie das, die verschiedenen Phasen, saubere Zuteilung auf der Zeitachse, das werden Sie auch für Ihr Leben brauchen. Das können Sie immer wieder brauchen. Bitte, ja, merken Sie das. Gut. Unser dritter Tipp kommt am besten vor, während und nach der Vorlesung zur Anwendung. Um die Motivation und Hirnaktivität aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass man genug konsumiert. Je nachdem, wie viel man verträgt, kann man auch auf Rivella zurückgreifen. Wichtig dabei ist nur, dass man den Geruch im Maul, den Rivella bekanntlich hinterlässt, kann vertuschen. Zum Beispiel mit Tic-Tac. Für die sparsamen Studierenden empfehlen wir, das Rivella von daheim mitzubringen und dann ins Fläschchen abzufüllen. Leider hat der straffe Stundenplan von der ZHAW schon zu einigen Hungertodesfällen in der Vergangenheit geführt. Darum empfiehlt es sich, seine Mahlzeiten schon während der Vorlesung einzunehmen. Um dem Informationsschwall gerecht zu werden, sollte man sich nur das Wichtigste kurz und knapp notieren. Eine weitere Möglichkeit ist es, wenn man mit einem Leuchtstift alle wichtigen Passagen markiert. Rise when I gave the word. Now...
Also, weiter mit dem Projektplan. Hier haben wir ganz sauber die einzelnen Phasen des Projektes aufgelistet. Vorstudie, Hochstudie,